Einfach unglaublich, ey. Was war das für eine Überraschung mit Phantom Ganon, ey. Aber es ist schön, dass der Dekobaum wieder schön lachen kann. Falls du lachen kann. Und es ist schön, dass ihr wieder einschaltet bei Cheers of the Kingdom. Und ich mache jetzt erstmal ein paar Quests noch bei den Crocs, Leute. Na, was denn los, Kleiner? Ob alles gut versteckt ist? Perfekt und unauffindbar? Oh, was sehe ich denn da? Wenn das nicht der große Herr Held ist. Hey, ich verrate dir was Tolles. Ey, stimmt, der hat uns ja immer so genannt. Der Walnuss. Ich wollte hier eine tolle Schatzjagd veranstalten. Alle dürfen mitmachen. Ich verstecke Sachen am Dekobaum. Am liebsten wäre mir, wenn irgendjemand einen Probelauf machen könnte. Na, die Crocs hätten dazu einen großen Vorteil. Soll ich mal probieren, Mann? Oh, das wäre ja klasse. Die Leuchtin von hier, die kann ich nicht so einfach fragen. Die Leuchtin, also, das wäre mir so eine Riesenhilfe, wenn du das machst. Die ersten beiden Schätze, die ich versteckt habe, sind eine Waldlanze und ein Waldschwert. Ihre Verstecke sind beide höher als das Gesicht des Dekobaums gelegen. Versuch mal, sie zu finden. Du musst sie mir beide auf einmal zurückbringen, klar? Einzeln gilt nicht. Und nun los. Alter, Walnuss Schatzsuche. Bist du fündig geworden? Ich weiß nicht, ob ich das noch schon machen möchte, weil ich habe ja keinen Platz im Inventar. Und ich glaube, diese Waldwaffen, die waren auch immer richtig cool. Aber auch, glaube ich, die haben nicht lange gehalten. So war das doch damals. Ja, eine Waldlanze. Wenn das höher als die Sicht ist, sind die bestimmt hier irgendwo auf den Wurzeln. Ist okay. Na okay, aber ich wollte schon mal die Quest schon mal annehmen. Alter, wie weit kann man denn die Wurzel hoch? Das ist ja cool. Oh, der Dekobaum, ey, mit seinen komischen 2D-Blättern. Ja, okay, gut. Aber erstmal, Leute, ich nehme erstmal nur Quests an, okay? Was haben wir hier? Achso, das ist der normale Schrein. Sehr gut. So. Uff. Hat er gerade gesehen, ist Maronus hier? Maronus ist ja hier. Tübi-Mann, na? Gerade habe ich von dir auch eine Belohnung, weil ich deinem Volk geholfen habe. Oh, du bist es. Wir haben uns lange nicht gesehen. Und wir haben es endlich nach Hause in den Wald der Crocs geschafft. Dabei gab es vor kurzem noch einen bösen, bösen Nebel hier im Wald, der intakt war. Aber jetzt geht's wieder allen guten. Ja, ich bin so froh, Mann. Schnüffel, oh, du hast ja Kohl dabei. Willst du wieder tauschen? Crocsamen-Duft ist unverkennbar. So, wenn du mir Crocsamen gibst, vergrößert deine Taschen. Ja, geil, Mann, welche Tasche denn? Was ist mit der Schildtasche? Wie viel braucht dafür? 4 Stück. Ja, okay, mach mal. Geil, Mann! Danke, Maronus. So, ist jetzt für immer hier, weil am Spielposten war das auch immer cool, dass der am Spielposten war. Dumm-a-ba-bum. Aber ach, was soll's. Wäre größer Schildtasche, ja. Oh, du hast ja noch mehr dabei. Hey, mehr Platz hast du doch gar nicht. Und dann komm bald mal wieder. Ich freue mich schon auf den geilen Geruch wieder. Ja, ja, ja. So, man soll diesen Leuchtdingern hier folgen. Na, aber hier ist, glaube ich, der eigentliche Ausgang müsste hier gewesen sein. Und ich weiß ja noch, da waren damals irgendwelche so eine komischen, ja, so eine kleine Aufgaben. Durch so einen Sumpf sich durchkämpfen und so was alles. Und dass dann am Ende da ein Schrein war. Und das wird bestimmt wieder hinaus sein mit den Wurzeln. Genau da drüber, was ihr mir erzählt habt. Oh, guck mal, wo wird der Kleine hin? Ist aber verschwunden. Aber hier steht ja schon jemand. Hallo. Zutritt verboten, Mann. Ja. Hey, du da, du kannst dort nicht weiter. Oh, du bist ja der Hylianer und kein Croc. Dann gibt's auch keinen Grund, dich aufzuhalten. Eine Sache wäre da allerdings, die mir schon länger Kopfzerbrechen bereitet. Vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen. Hä? Im Wald der Crocs ist vor kurzem eine ganz ähnliche Ruine aufgetaucht. Aber ohne dieses runde, grünliche Etwas. Oh. Und plötzlich, als ich mich gerade auf den Heimweg machen wollte, stürmten Horden von Monstern daraus. Baummonster, Knochenmonster, alle möglichen Sorten. Deshalb bin ich hier, um die Crocs vor der Gefahr zu warnen. Aber du bist Hylianer. Du kannst gut auf dich selbst aufpassen. Sei trotzdem vorsichtig, okay? Die Blumen markieren übrigens den Weg und sollen verhindern, dass du dich verläufst. Also auf keinen Fall pflücken. Aber... Der Zutritt verboten. Schleichlöckchen, geil. Die wird doch richtig noch sammeln. Bam, bam. So. Zutritt also verboten, ja? Ah, das ist mir doch egal. Was sind denn hier Knochenmonster? Kann ich mich verlaufen? Ich glaube schon, ne? Wow! Alter, yeah, Moblin-Knochen. So, sehr schön. Oh Gott, ein Baum. Ein Bäumchen. Nein. So, die schon zerstört. Die Bäume richtig hart. Oh, eine Waldlanze. Cool. So, Moblin-Horn.
Schleichglöckchen. Ein Baummonster. Habe ich nicht noch. Hatte ich noch irgendwie noch so was, eine Axt-ähnliche Waffe oder sowas? Nee. Ich habe keine Axt mehr. Warum denn nicht? Also damit brauche ich es ja nicht versuchen. Und ich habe so ein Ding hier. Das ist natürlich richtig krass. Aber das ist halt so stark. Okay, komm, was soll's. Ich fäll euch jetzt. Aua! Nicht auf mich rauffallen, bitte. Oh, Quutz, Quutz. Schön zerstört. So, Spotechsen. Das waren Spotechsen im Baum. So, und eine dicke Holzprügelkeule, die kann man nicht brauchen. Ich lasse mir das ausgerüstet, falls noch mehr kommen. Waffentasche ist voll. Ja, ja, ja. Da, 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 da. So, Schleichlöckchen. Okay. So, ich habe ja die Karte. Wir folgen den Blumen. Dam, bum, bum. Jetzt muss ich auch nochmal darauf achten, soll hier in die Münder der Dinger hier reinzugucken. Ne? Weil, wie gesagt, da waren früher Truhen drin. Mann, ey, noch so ein oller Baum. Hau doch mal ab. Oh, was? Boah, hier sind überall Insekten, die hier einfach rausfliegen. Halt ich Rumpel. Aua. Wow. So, da kommt noch so ein Baum. Quatsch. So, alles schön mitnehmen hier. Alles grabben. Schön die ganzen Eicheln. So, die ganzen Moblin-Hauer hier. Alles mitnehmen. An einen Ebenholzstock. Cool. Oh, richtig den Kopf zerballert, ey. So, Bogen kaputt. Ich könnte mir auch langsam inzwischen mal einen stärkeren nehmen. Guck mal, ich habe ja schon 3,30er Bogen. Das ist doch okay, ist das. So, tschüss. So, schön den Blümchen weiter folgen. So, hier noch schönes Maul hier vor dem Baum. Nichts drin. Okay, hier ist der Schrein ohne Stein, wie der gesagt hat. Der Zingumara-Schrein. Okay, wo ist denn das Ding? Ich bring's her. Während so eine Moblin-Hand versucht, mich zu grabben. Bringe den Kristall, den das Licht zeigt, dem Schrein da. Dann schenken wir dir ein Licht, das die Finsternis bannt. Ich weiß. So, Swoom. Zutritt verboten. Aktualisierte Aufgabe. Badamam. Lalalala. So, ich hoffe, ich kann jetzt dem Ding einfach folgen. So, das ist bestimmt in irgendeinem Ding. Ah, ne, das steht hier einfach rum. Oh! Auf einem Ivarok. Okay, Leute, da habe ich doch Bock drauf. Da pennt einfach so ein Ivarok, Leute. Ist denn das zu fassen? Ja, komm, komm. So, wäre es überraschend, der mal gleich mitgekloppt hier den Typen. So, ja, mit was denn jetzt? Komm mit dem Ding hier. Oh! So, okay, er ist schon umgefallen. Oh yeah! Oh, kurz und schmerzlos! Oh, Scheiße! Das ist aber auch eine geile Idee, sowas zu machen. So. Jetzt muss ich mal echt so ein Ivarok-Herz, wie sieht die mal, den bringe ich jetzt mal hier so an. Als neuen Ultra-Hammer vielleicht, ja. So, schaffen! So, ist hoffentlich richtig stabil. Okay. Okay, gut. Gut. Ach, Ivarox, ey. Ich kann's noch. Die kann ich noch richtig schön platt machen. Aber ich glaube, muss langsam echt mal. Der einzige, wofür ich Geld wohl brauche später, sind Pfeile. Da habe ich aber jetzt auch viele verschossen. Mann. Meine Güte. Bam, bam, bum, bum. So, dann kann ich jetzt auch noch die Quest erledigen mit dem Krog da, dass ich denen da die Schleichglöckchen und so weiter alles gebe. Hier, Mann. So, ist das jetzt so ein richtiger Schrein oder einfach ganz schnell eine Belohnung? Der würde natürlich mich sehr freuen. So, kurz mal überspringen. Der Schrein ist da. Klasse, du hast dafür gesorgt, dass ich wieder herkommen konnte. Um ehrlich zu sein, bin ich dir heimlich gefolgt. Ich hatte etwas Angst vor Monstern, aber dank dir war das letztendlich gar kein Problem. Aber irgendwie sah das hier doch vorher anders aus. Wer hat denn den riesigen Fels weggeräumt? Seltsam. Zutritt verboten, abgeschlossen, geschafft. Zutritt verboten, aber nicht für mich, Mann. So, das ist bestimmt auch noch ein Schrein da unten links bei diesem kleinen Teich. Irgendwie da. Oh, tatsächlich einfach bloß Belohnung. Cool.
Raurus Segen. Aufmaken. Wir bekommen einen Diamanten. Ich glaube, ich habe echt bald genug, um diese Waffenquests zu machen. Ich heb mir alle auf. Wenn ich für jede Waffe da irgendwie dann in jedem Gebiet immer 3 Diamanten brauche, wird sich das alles schön aufgehoben. So, boah, ey, du hast es geschafft. Hier, nimm unseren Segen an. Cool. So, jetzt noch ein Schrein, Leute. Da habe ich dann einen Herzcontainer, Mann. Möge der Segen dir Kraft schenken. Das wird er. Das macht er. So, und jetzt, wie gesagt, anhand der Wurzeln. Ihr sagt, danke nochmal für den Hinweis. Da kann man sich ja echt mega krass orientieren. Dann weiß man ja quasi immer, wo Schreine sind, wenn man eine Wurzel unter sich entdeckt hat. So, Kleiner, hast du irgendwie eine Quest oder so? Nee, ne? Nö, das war, ich chill jetzt hier als alleine. Ich bin nämlich gerne allein. Ja, okay, gut, dann hau ab. Dann hau ich mal ab. Sind hier irgendwelche Truhen noch drin? Ja, Hilfe! Ich verlauf mich gleich. Aber vielleicht wird ja auch besser, weil dann komme ich wieder schön am Anfang raus. Schleichlöchchen. Jetzt habe ich die natürlich alle eingesammelt, wisst ihr? Jetzt, wenn ich mich jetzt verlaufe, bin ich selber schuld. Aber das war doch gleich hier. Jetzt wird gleich wieder raus. Guck mal, da ist doch schon der Eingang. Da geht nochmal zur anderen Seite gucken. Ob da noch irgendwie eine Quest denn ist, ne? Wald der Crocs. Wir sind zurück. Oh, verdammt. Zu weit. So, dann geht mal schnell die eine Quest nochmal abgeben, ne? Bei dem. Wo wird der Kleine? Haut immer ab da. Der fliegt einfach mal hoch. Bomba. Jetzt hat er natürlich schon eine Waldlanze, aber das wird nicht seine Waldlanze sein, die der andere Typ da unbedingt will. So viele Sorgen. Sagst du nur irgendwas von wegen, dass ich irgendwie, wenn ich allen helfe, krieg ich bestimmt von dir wieder irgendeinen Preis, oder? Du kommst gerade recht. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Es gibt einige Crocs, die Sorgen haben. Na, der nicht. Der ist schon nicht safe. Folge Lichtern wie diesen. Du findest die Crocs in auf der Herz liegt da. Der hat mir doch schon geholfen. Mann. So, der Dü. Okay, jetzt ein bisschen einfacher hier hoch. Jawoll. Ups. Schöne Mundre der Deko-Bombe wieder. Was ist denn Müll? Hat jemand ein Bett in meinen Mund gestellt? Ja. Ach man, ich brauche noch 4 Schleichlöcher und 2 dicke Leuchtsamen. Hab alles dabei. Oh, wirklich, danke. Aber es ist Abend. Bis es Abend ist, dauert es noch ein Weilchen. Meine Dekoration kommt erst im Dunkeln richtig zur Geltung. Magst du vielleicht noch ein bisschen hier warten? Jo. Ja, dann lass uns zusammen waiten. Dann können wir uns die Schichten erzählen. Und irgendwie über irgendwas lachen. Witze und so. Hier, Mann. Danke, warte kurz. Ich dekoriere noch schnell alles. Ich hätte ihm die Sache ja schon mal geben können. Tada, na, wie findest du meinen neuen Geheimraum? Wunderschön, nicht wahr? Dass du das einfach im Maul vom Deko-Baum gepflanzt? Vielen, vielen Dank nochmal. Hinweis als Belohnung. Krockstoff. Robuster Stoff mit Krockmotiv. Scheint gut zur Anfertigung eines Parasegels geil zu sein. Eigentlich hatte ich vor, das auf dem Boden zu legen als Teppich oder so. Aber nun sollst du es haben. Dank dir kann ich es mit meinem neuen Geheimraum so richtig schön gemütlich machen. Geheimraum geschafft. So, die darfst du nicht einsammeln. Nee. Ey, Mann, du Arsch. Finger weg. Ich habe alles genau gerecht eingerichtet. Sonst hat er keine Quest mehr. Das war die einzige Quest von ihm. Okay. So, warte, nee, gib mich mal, glaube ich, raus. So, hier soll noch ein Schrein sein, ja? Okay, dann ganz kurz mal dahin beamen. Und dann mal gucken, Leute. Muss ich auch noch mehr holen. Und dann würde ich ja allgemein gerne schon irgendwie den Deko-Wald, so den ganzen Bereich, irgendwie richtig schön abschließen wollen, so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie viele Schreine es wirklich gab. So. Und dann hat mir so auch schon inzwischen aufgefallen. Oh, ich will es doch nur sehen. Inzwischen ist mir aufgefallen, dass, guck mal, wenn man hier die Karte sich anguckt, ja. Und es sieht so aus, dass diese Abgrenzung hier, die sind immer da, wo Wasser ist, oben drüber. Ne, also müsste das hier echt so ein komplett abgeschlossenes Bereich, Gebiet sein. Immer wo Wasser ist, ist so eine Abgrenzung hier. Guck mal, hier, ich gucke so, zack, genau, guck mal, seht ihr? Alles klar, dann kann man sich auch schon mal so ein bisschen orientieren. Ach, schön, dass du was auffällt. Was willst du denn sehen? Na, danke dir, ist der Wald der Crocs wieder wie früher. Hast du kurz Zeit, werter Held? Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Was ist denn los, Fargus? Oh, wirklich, vielen Dank, werter Herr. Nun, es ist wie folgt. Ich habe da einen Freund, der behauptet, er hätte neulich einen großen Wirbel gesehen. Angeblich war dieser Wirbel an einem Ort mit Wasser. Ich würde ihn zu gerne mal sehen und sei es nur auf einem Bild. Aber noch ist es viel zu gefährlich, sich auf Reise dorthin zu begeben. Kannst du dich dafür sorgen, dass bald überall wieder Frieden herrscht, werter Held? Ein wundersamer Wirbel.
Okay, ein Foto machen, aber gar keinen Hinweis, wohin überhaupt. Sondern da ist noch einer, hat der da irgendwie... Oh nee, okay, ist verschwunden. Die Crocs verschwinden hier einfach immer. Ach, wie schön das hier ist. So, bin ich aber jetzt auf dem Weg zum... Ja, hier soll einfach irgendwo ein Schrein sein, hier hinter. Ich denke mal, rüberklettern ist nicht, dann bin ich aber schon verschwunden. La. Ah, ich versuch's natürlich trotzdem mal. So, hier soll irgendwo ein Schrein sein. Genau hier so drüber, so. Warte mal, dann. Hm? Hier ist so alles. Hier ist so alles finster, oder nicht? Ah, hier, oh. Ah, so hübsch. Hey, Kumpel, du bist der nächste Questgeber. Es ist so grün, findest du nicht auch? Ich bin ein echter Glückspilz. Also, oh, das ist ja so ein Stein. Gib ihn mir. Wie, du willst meinen Stein? Nix, den hab ich gefunden. Hm, ich könnte aber vorstellen, ihn dir zurückzugeben, vorausgesetzt, du hilfst mir bei einer kleinen Sache. Okay. Ja, wusste ich's doch. Also schön, spitz deine Lauscher. Es geht um Goldäpfel. Ey, ich hab's gewusst, dass man die noch irgendwann braucht. Ein schöner Stein mag vielleicht Futter für die Seele sein, aber ein grummelnder Bauch lässt sich damit nicht besänftigen. Bring mir 5 Goldäpfel gegen den Hunger. Dann sollst du mein wunderhübsches Steinchen haben. Oh, folge einfach diesem Pfad hier und geh immer weiter. Irgendwann kommst du zu einem großen, Moorlandschaft, die der Mido-Sumpf genannt wird. Suche dort an der Nordseite, da findest du Bäume, die leckere Goldäpfel tragen. In letzter Zeit waren da allerdings immer mehr Monster unterwegs, so leicht kann man die Äpfel also nicht pflücken gehen. Außerdem ist das Moor im wahrsten Sinne des Wortes bodenlos. Wer dort hineinfällt, um den ist es geschehen. Sei vorsichtig. Solltest du anders an die Äpfel kommen? Mir egal, Hauptsache die sind golden. Und 5 Goldäpfel müssen es sein, sonst bleibt der schöne Stein bei mir. Okay, Funkelstein und Goldäpfel. Kann ich mich schon mal untersuchen? War, Finger weg, der gehört mir, Mann. Okay. Cool, ich dachte schon, ich muss jetzt echt auf der ganzen Welt verteilt halt Goldäpfel finden. Ich habe erst 3. Aber nee, dann machen wir das mit der Moorsache hier. Ist doch kein Ding. Flup, 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 flup. Was denkt denn da dran? Achso, Fledermäuse. Oh, oh. Alter, Pupunku. Was, Pupunke schreien? Wee! Aua, warum ist das denn so heiß hier? Link, du darfst nicht verbrennen, Link. Du darfst doch nicht verbrennen. Ja, er fackelt den ganzen Wald ab. Was ist denn für ein krankes Schwein? Sorry. Oh, oh. Oh, war ja. Nein. Sei doch nicht, dass die auch Goldäpfel haben. Boom. Boom. Oh, 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 oh. Aua. Aua, aua, aua. So, mal Spurenex hier mitgenommen. Cool. Zack. Baum fällt. Und. Ja, flup, 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 flup. Okay. So, ich folge einfach weiter den Licht. Ich guck manchmal immer noch ins Maul. Na, nur manchmal. So, ich so wie erst zum Moor. Aber wo hat denn jetzt den Schrein verpasst? War doch hier gerade vorhin der Schrein. Aber was habe ich denn da nicht gesehen? Weil ich so abgelenkt war vor den ollen Fledermäusen und alles. Ach, hier ist er. Okay. Hier ist er, wenn dann. Ich kann schon mit denen quatschen, oder? Ist wesentlich weit weg. Oh je, Teleportationsmöglichkeit arrangiert. Bringe er den Kristall zurück, Mann, der uns etwa von einem kleinen Krockwicht geklaut wurde. Mach ich. Ach, Leute. Warum bin ich denn eigentlich schon wieder fast tot? Was mach ich falsch? Ist auch wieder richtig schön Miasma überall, toll. Bom, bom. Ich folge den Lichtern Richtung Moor. Ist auch alles schön eingezäunt. Hey Leute, was wollt ihr denn? Oh, so. Das ist wieder so ein großer Typ. Was willst du denn? Oh shit. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt. Ach so. Erwacht das Fleisch von Ungeheuern zu einem neuen Leben. Und ihr Hass ergießt sich über das Land. Geil. Okay, es war Blutmond. Hab ich gar nicht gecheckt. Weil mitten im Wald, ey, da kriegt man eine Schmidt hier. Ne? Oh, scheiße, sind jetzt die Knochen wieder da, die ich gerade besiegt habe. Uff. Wir sind echt direkt wieder da. Uff. Alter, wurde ich mit Elektro-Dings hier. Kann aber vergessen. So. Flup, flup. Flup, flup, flup. Ey, wo rollt er denn hin? Richtig weit weggerollt, Mann. Schau, oh, mein geiles Schwert ist down, ey, Mann. Ach, na gut, dann gib mal das Ding her.
So, okay, okay. Flup, 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 flup. Badambum. Ein Schwarz-Moblin-Hammer. Boah, der sieht ja cool aus. Von deiner Musik und was für mitnehmen. Schmeiß mal die Dinge weg. So. Cool. Ja, okay, hier ist anscheinend echt das Moor. Ja, wenn ich hier rein subsche, in den Tod. Ach, oder so ein Vieh. Ah, okay. Warum sind die überall so eine Schlabbermonster? Ja, da voll richtig im Maul drinne. Und so kam der Truhe ins Schuppen. Also der hat natürlich der Typ jetzt gedroppt. Ein Waldschild. Boah. Man, da wisst ihr, da waren halt immer so seltene Sachen früher. Die waren immer richtig, dass man, so. Dass man halt die, ja, die hat man irgendwie ganz selten nur bekommen. Die waren dann irgendwann immer kaputt. Oder wenn du die irgendwann kaputt gemacht hast, dann, ja, gab's keine neuen mehr. Was zum... Leute, warum ist hier so ein Brett? Der brauche ich bestimmt, um irgendwo über einen Sumpf rüberzukommen. Ja, ja, da ist es ja auch schon. Da ist es doch schon. Da wer. Okay, ich wollte gerade fragen, wer ballert denn hier rum? Aber hat sich schon erledigt. Hat sich alles erledigt. So, vielleicht muss ich auch noch ein paar Bäume extra fällen, weil ich sonst hier echt nicht rüberkomme. Buten! So schwimmt das denn? Flutsch! Es ist untergegangen. Na gut. Okay, das ist natürlich. Ja, wartet, aber ich muss mir eigentlich ja nicht bauen. Ich kann doch, glaube ich, auch von dem Baum aus hier rüberfliegen, denn, ne? So ein bisschen jedenfalls. Ja, ganz schön knapp, aber es hat geklappt. Link, was? Es ist hier ganz schön eng drauf. Balla, schon mal hier rüber, so. Ein bisschen an Höhe gewinnen. Dann kann ich auch gleich ganz nach oben raufklettern. Hups. Jetzt kein Bock mehr, um bei dir zusammenzubasteln, der dauert mir viel zu lange. Der kleine Typ will Goldäpfel haben. Aber warum? So, weil die echt so lecker schmecken? Die wirken für mich... Oh, oh. Warte mal, das ist jetzt gar nicht gut. Oh Gott, ist der... Oh, der fast im Moor gelaufen. Ich habe keine Pfeile mehr, ernsthaft? Ach, Mann, ey, du musst aufpassen. Wo ist denn das Moor? Mann, Link! Aua, sind der Stacheln? Aua, warum sind die Stacheln? Einer von überall erstmal. Ich krieg erstmal richtig aufs Maul, ey. Oh. Ist die Doppelhit hier irgendwie? So, okay, dann wird er erstmal ganz schnell hier das erstmal wegbrennen. Aua, ach, der lebt noch. Ist er nicht mal tot jetzt hier? Vorhin fragt sich, So toll, das geht gar nicht. Ach Mensch. Lass mal wieder orientieren. So, hier ist halt dieses große Moor. Ja, es gibt da so ein paar. Hups. Ja. Aua, so ein paar Stellen, um hier richtig schon rüber zu springen. Okay, hups. An sich kennt man das ja auch noch von früher. Eieiei, jetzt ist ja richtig schon der Balanceakt. Mach mal mit diesen scheiß Viechern. Uff, hopp. So. Uff. Okay, ich hab's geschafft. Das sieht ja so aus, als ob das hier die heilige Lichtung wäre. Yeah! Alter, richtig viele Goldäpfel. Richtig viele, das ist ja cool. So, und hier war, glaube ich, damals war hier halt ein anderer Schrein. Ne, ich nehme gleich alle mit. Der war ja damals hier, glaube ich. Auch mit so einer Quest, da muss man irgendwie ganz kurz durch den Sumpf durch und so. So, alle eingesammelt, Goldäpfels. Ich guck mal nochmal weiter. Vielleicht gibt es hier nur andere kleine Belohnungen. Fürs Durchkämpfen. Aber nee, sieht nicht so aus. Irgendwas hier im Maul drinne. Nee. Okay. Jetzt lass die Bäume mal da. Ich will die jetzt nicht fällen. Die sollen ja schön nachwachsen, die Dinger. Okay, das war das Moor. Ich würde noch mal erst kurz nochmal gucken. Warum waren da so komische Stacheln da? Ich würde gerne nochmal eins schnell prüfen. Da nochmal schnell hinfliegen. Hups. So halb blind. Hups. Ja. Nein, Link. Oh. Okay. So, das war doch hier, ne? Genau. Komm ich da bestimmt noch irgendwo anders dadurch hin. Ah, nee, das ist hier normales Wasser. Okay. Mal kurz hier mal rumkrabbeln. Das ist doch nicht umsonst da. Das ist doch alles so verdächtig. Ey, das ist ja wirklich, das ist ja alles voll. Hups. Aber irgendwas scheint hier noch echt noch zu sein.
Warum sind die so gut? Ich habe keine Pfeile mehr. Ne? Das ist irgendwie jetzt echt ein bisschen ätzend. Uff, muss ich die alle wegkloppen. Oh, wow. Oh, geil, Headshot. Boah, der hat wieder so einen geilen Hammer hier. Den gib mal her, du Sau. Boom, oh, wie die mal gleich zusammenfallen. So, warte, der Hammer zerbricht gleich. Okay, dann weg. So, gleich einen neuen. Ja, flupp, 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 flupp. Okay, was haben wir jetzt hier? Was haben wir jetzt hier gemacht? Jetzt. Achso, oh, ein Fehler. Ich dachte schon gerade irgendwie, er greift hier noch mit was anderem an. Down. So, dann komm mal raus hier. Ja, stupen. Bum, bum. So, das ist noch ein geiler, optionaler Schatz, Leute. Boah, 10 Donnerblumen. Ja, darüber freue ich mich. Alter, warten, der dicke Ball da hinten. Okay, wo geht's jetzt hier hin? Ich glaube, ich bin aber schon auf dem Rückweg, ne? Bin ich auf dem Rückweg? Vielleicht hätte ich sogar auch hier lang gehen sollen, ne? Als eigentlich erster Weg. Guck mal, wo hier überall noch hingeht. So, zeig mal kurz deine Fresse. Das war ein bisschen risky, ich weiß. Uff. Ich wollte halt einfach mal, ne? Du musst doch hier mal gehen hier. Schon. Ist alles egal, Leute. Denn noch ein Waldschild, ey. Okay, ich habe keinen Platz mehr für ein Waldschild. Doch, hab ich. So auf dem Boden. Cool. Fledermaus, hau ab. Bum, bum. So. Okay, Leute, dann würde ich sagen, das war aber schon wieder gut heute. Ich gebe schnell die Goldäpfel ab. Ich hoffe, der will wirklich bloß 3. Mehr fünf mehr kriegt der nämlich nicht. Der Rest ist nämlich für mich. So, hups. Hui. So, dann ist er doch hier gleich. Hier ist er doch schon der Schrein. Gut, okay. Muss ich mich nicht hinbeamen. Ich mach das einfach so. Ach, schön, dass wir den Wald der Crocs erstmal auch so als eine Zwischenstation gerettet haben. Ich weiß jetzt Bescheid über das Master Sword. Und warum lebt ihr wieder? Die leben... Achso, Mann, ja klar, weil ein Blutmond war. Hilfe! Die leben ja alle wieder. Aber ich will nicht. Ich will doch nicht. So, kleiner Wald der Crocs. Guck mal hier. Leckere Äpfel. Die sind jetzt für dich und ich nehme den Stein mit. Der ist eh hässlich und unverdaulich. Siehst du den Lichtstrahl, der von diesem Stein ausgeht? Das muss ein Zauberstein sein. Jetzt willst du diesen Stein bestimmt noch mehr als zuvor, oder? Ich sehe es doch an der Nasenspitze. Jetzt sagt der Richter hier mit seiner oberspitzen Nase. Guck ihn dir an. Oh, du hast ja 5 Goldäpfel. Ja. Ach, was denn, wenn das so ist? Hier, Mann. 5 leckere Goldäpfel für mich und ein hübscher Stein für dich, wie versprochen. Cool, danke, Kleiner. Junge, 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 Junge. Der Wald brennt da schon wieder. Habt ihr überhaupt so was wie ein Löschkommando hier? Bist du verrückt? Der Crocs sind selber aus Holz. Wir können nicht einfach nach Feuer löschen gehen. Wir warten einfach, bis die Natur das von alleine wieder regelt. Mhm. So, ich hoffe, dass es ja einfach nur wieder eine Belohnung ist. Pupunkelschrein. Hier mein schöner, gelber, grüner Stein, der so schön leuchtet. Und mir einen neuen Herzcontainer geben wird. Ja, damit habe ich ja wieder einen komplett voll. Oh yeah. Tritt er ein und holt er sich den Segen. Funkelstein und Goldäpfel. Schreinmission complete. Richtig complete. Ja, und dann überlege ich, man, gehe ich echt noch hier ein bisschen weiter gucken, da unten links, da zu diesem kleinen See im Wald? Ja, da wird halt noch ein Schrein sein. Weil ich da noch mit einer Wurzel rechne. Naja, wir müssen mal gucken. Erstmal liegt mir gleich ein Herzcontainer. Oh, ein mächtiges Sonanium-Soul, Alter. Okay, dann, ich glaube, es ist Zeit, dass das Ding mal verschwindet. So. Ist hier alles so wunderschön. Untersucht und fertig. Leute, das war wieder sehr erfolgreich heute. Hat richtig Spaß gemacht. Ich werde immer stärker, immer besser. Und ich weiß jetzt, wenn ich die Hände besiege, dass dann einfach Phantom Ganon kommt, ey. Phantom Ganon. Gut gemacht. Du Spinner. So, habe ich jetzt nicht, ich muss gleich nochmal zählen, habe ich jetzt nicht denn so, ja, genau 10 Herzen, wie früher die erste Herzreihe, Leute. Früher war das die erste Herzreihe. Ja, die hätte man dann schon voll. Aber in Breath of the Wild gab es ja dann 15 Herzen pro Reihe, dass du am Ende halt 30 hattest. Das war schon lässig. So. Schnell weg, teleportieren. So, hol ich mir schneller den Herzcontainer und dann ist der Part auch für heute vorbei. Ich hoffe sehr, es hat euch bisher wieder hierher gefallen.
war wieder ein bisschen mehr los. Die Erkundungsparts machen richtig viel Spaß. Und daher würde ich jetzt, wie es für das Master Sword ist, ich glaube, bevor ich mir das irgendwie hole oder da in die Richtung gehe, ein paar Geoglyphen würde ich dann schon gerne noch ein bisschen sehen. Weil ich habe ja bisher nur Andeutung, dass halt Zelda eventuell zum Drachen werden will, um uns das Master Sword in unsere Zeit zu bringen. Ne, da habe ich bisher nur angedeutet, aber vielleicht macht sie das ja... Sie wird es wirklich machen. Oh Mann, ey. Oh, ich sehe, du hast schon wieder 4 Segenslichter dabei. Becher bitte Herzen, Herzcontainer. So. Und ja, es müsste mein 10. Herz sein. Oh. Dankeschön. Mann, ich stecke immer noch so voll am Miasma. Shit, ey. Ja. Cool. Flop. Wie wenig das aber aussieht. Bringe er den Frieden der Welt zurück. Ja, jetzt bringe ich erstmal gleich hier den Part zurück, ne? Also vielen, vielen Dank wieder fürs Einschalten. Beim nächsten Mal sehen wir uns hier wieder. Ich überlege noch, ob ich nochmal hier irgendwie halt, ne, was ich immer meinte. Hier wird doch was sein, weil ich hier gucke. Hier ist bestimmt auch so quasi die letzte Wurzel oder so im Untergrund, um denn... Oder wo hier könnte auch noch eine Wurzel sein? Weil das ist ja hier so, das dicke Bomben-Ding ist ja so groß hier. Dann sind hier noch echt noch ein paar Schreine drinnen. Ah, wir gucken mal. Wir gucken mal, aber erstmal chillig hier beim ehemaligen Master Sword Sockelplatz. Bis dann. Tschüss.